Was hat Julia? Sie hat Kammerflimmern. Was heißt das? Ihr Herz schlägt viel zu schnell. Ist das schlimm? Ja, ihr Gehirn bekommt keinen Sauerstoff. Oh nein, retten Sie Julia. Wir sind dabei. Geben Sie der Patientin 10 Milligramm Adrenalin. Alles klar. Das Adrenalin hat keine Wirkung. Oh nein, Julia. Wir müssen ihr Herz neu starten. Hol den Defibrillator. Okay. Was ist ein Defibrillator? Ein Gerät, das wir für Julias Herz benutzen. Was macht das Gerät denn? Es wird hoffentlich Julia Herz neu starren. Dann schlägt ihr Herz wieder normal. Da kommt der Defibrillator. Hier ist der Defibrillator. Lass uns loslegen. Bitte verlass das Zimmer. Nein, ich will bei Julia bleiben. Ich auch. Nein, ihr müsst gehen. Nein, bitte nicht. Doch, sonst rufe ich den Sicherheitsdienst. Okay, okay, wir gehen. Ich will aber hier bleiben. Nein, wir stören den Arzt. Wir haben keine Zeit mehr. Ja, bitte retten Sie Julia. Komm, Mia. Ja, Papa. Wir legen los. Alles klar. Was machen die Ärzte? Die ja versuchen, Julia zu retten. Wie denn? Julia Herz wird elektrisch geschockt. Schlägt ihr Herz dann wieder normal? Ich hoffe es. Los geht's. Tritt zurück. Ja. War das der Schock? Ja, das war der Defibrillator. Es hat nicht funktioniert. Wir müssen es nochmal versuchen. Ja. Schlägt Julias Herz wieder? Ich weiß nicht. Tritt zur Seite. Die haben nochmal geschockt. Das ist kein gutes Zeichen. Schlägt ihr Herz wieder? Nein, uns läuft die Zeit davon. Ihr Gehirn wird nicht mit Sauerstoff versorgt. Wir müssen es nochmal versuchen. Ja, wir können nicht aufgeben. Oh nein, ihr Herz schlägt gar nicht mehr. Beeil dich. Ja, tritt zurück. Das war dritte Mal. Anscheinend funktioniert es nicht. Wird Julia sterben? Das Herz der Patientin stabilisiert sich nicht. Was machen wir jetzt? Sollen wir es ein viermal probieren? Ich glaube, es bringt nicht mehr. Werden Sie es nochmal probieren? Ich hoffe es. Zeitpunkt des Todes ist 12 Uhr und 2 Minuten. Nein, das darf nicht wahr sein. Ist Julia tot? Nein, das werden ich nicht zulassen. Du bleibst hier, Mia. Was hast du vor? Ich lasse nicht zu, dass Julia stirbt. Was machen Sie hier, Herr Müller? Retten Sie Julia. Julia ist tot, wir haben alles versucht. Retten Sie Julia. Herr Müller, wir können nichts mehr tun. Retten Sie Julia. Sofort. Julia hat sie doch entführt. Ja, aber sie hat es nicht verdient zu sterben. Sie ist krank und muss in einer Nervenklinik behandelt werden. Es tut mir leid, Julia ist bereits tot. Ihr Herz schlägt nicht mehr. Das akzeptiere ich nicht. Beleben Sie Julia wieder. Das haben wir bereits versucht. Dann versuchen Sie es nochmal. Das wird nichts bringen. Verurschen Sie es. Soll ich den Sicherheitsdienst rufen? Nein, das ist nicht nötig. Ich bitte Sie, Herr Schmitz. Versuchen Sie es bitte nochmal. Na, gut. Benutzen Sie nochmal den Defibrillator, Dr. Scho. Sind Sie sicher? Ja, tun Sie es. Alles klar, tretet zurück. Es hat nichts gebracht. Alles klar. Es hat keine Wirkung. Tun Sie es nochmal. Tun Sie es. Ja. Nochmal. Dr. Schmitz? Tun Sie es. Ich habe verstanden.
Nochmal. Nochmal. Es bringt nicht mehr, Herr Müller. Tun Sie es nochmal. Tun Sie es. Es reicht doch. Tun Sie es, habe ich gesagt. Okay. Julias Herz schlägt wieder. Was heißt das? Wird sie wieder gesund? Wir müssen Julia erst untersuchen. Dann untersuchen Sie Julia jetzt. Ja, bitte warten Sie draußen. Alles klar. Was ist passiert? Julias Herz schlägt wieder. Das freut mich sehr. Und was wird jetzt passieren? Ich weiß nicht. Die Ärzte untersuchen Julia gerade. Hier ist das Krankenhaus. Ich muss fragen, was mit Julia ist. Ich liebe sie. Hallo, bitte sagen Sie mir, was mit Julia ist. Wer sind Sie? Ich bin Frederik. Woher kennen Sie Julia? Wir sind Nachbarn im Gefängnis. Haha, sehr witzig. Ja, das war ein Witz. Julia ist in Raum 223. Alles klar, danke. Was machst du denn hier? Ich bin hier, um Julia meine Liebe zu gestehen. Meinst du das ernst? Ja, ich habe mich in Julisa verliebt. Ja, ich habe mich in Julisa verliebt. Oh nein, das darf nicht wahr sein. Ich liebe dich, Julia. Was ist hier los? Wie geht es Julia? Bist du nicht Frederik? Ja, bin ich. Ich rufe die Polizei. Lass uns auch reingehen. Okay. Julia, bitte wach auf. Sie liegt im Koma. Ich liebe Julia aber. Julia ist wach. Wie geht es dir? Wer seid ihr? Was ist hier los? Ich habe eine schlimme Befürchtung. Weib du, wie du halbt? Nein. Wo bin ich hier? Du bist im Krankenhaus. Julia hat ihr Gedächtnis verloren. Wer ist Julia? Das bist du. Oh nein, Julia, weißt du, wer ich bin? Bist du mein Vater? Nein, ich bin Paul. Bist du mein Mann? Ah, nein. Ich habe so ein Glück. Ich liebe dich, Julia. Wer bist du denn? Wir sind Nachbarn im Gefängnis. Willst du auf ein Date mit mir? Ja, gerne. Endlich bin ich frei. Was meinst du, DMIT, Paul? Nichts. Bleiben Sie mit uns in Kontakt, indem Sie sich anmelden, um den nächsten Teil anzusehen.